Die hat unseren Anzug kaputt gemacht. Sag mal, was ist passiert? Die Pandemie ist weg, Batman. Jetzt kannst du uns nicht mehr folgen. Du bist da unten gefangen, bis ich und Mr. J. Zeit haben. Ha, ha, ha. Das glaube ich kaum. Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihm folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Wo kommt der Stuhl her? War der die ganze Zeit schon hier? Der ist mir neu. Wieso steht hier ein Holzstuhl? Ich glaube, das war Joker. Wer noch? Ich hab's ihnen gesagt, er ist ein Monster. Sie sollten ihn grillen. Beruhige dich. Ich halte ihn auf. Er glaubt, es ist der Joker gewesen. Weißt du, er glaubt's. Da war gerade Harley Quinn auf dem Fahrstuhl und er glaubt, es war der Joker. Naja. Machen wir uns mal auf, nach oben. Das war jetzt irgendwie nicht so geplant, also. Hui. Ach, da geht's auch hoch. Harleen Quinzel, die sich tatsächlich dem Joker angeschlossen hat, weil sie denkt, er wäre ihre große Liebe. Turmwand. Harleen Quinzel, nenn mich Harley, jeder macht das. Ich bin überrascht, dass du in Arkham arbeiten willst. Ich fand extreme Persönlichkeiten schon immer interessant. Man kann nicht abstreiten, dass diese Supergangster einen Glamour-Faktor besitzen. Ich warne dich. Das sind Hardcore-Psychos. Die meisten killen dich lieber, als mit dir zu reden. Ich bin sicher, ich komme klar, Doktor. Die verspeisen dich zum Frühstück. Wirklich. Ein paar von denen gefällt das auch noch. Sei vorsichtig. Ja, vorsichtig war sie ja nicht. Das war sie ja schon in Blackgate nicht. Wo sie noch eine Praktikantin war. Das, streitet sich jetzt übrigens mit der Geschichte in Arkham Origins. Hier ist es so, und eigentlich ist es allgemein so, dass sie den Joker zuerst in Arkham Asylum getroffen hat, weil sie da nämlich Psychiaterin wurde. Jetzt ist sie Berufsverbrecherin, aber früher war sie Psychiaterin in Arkham Asylum. Da hat sie dann als Dr. Harleen Quinzel den Joker getroffen und denkt, sie wäre verliebt in ihn oder ist irgendwie verliebt in ihn und denkt, er wäre auch verliebt in sie, was natürlich nicht der Fall ist. Und hat sich deswegen ihm angeschlossen. In Arkham Origins wurde das so erzählt. Nanu. You don't have to be mad to work here, but it certainly helps. Du musst nicht verrückt sein, um hier zu arbeiten, aber es hilft sicherlich. Ja, ein guter Spruch, passend für Arkham Asylum. Ja, auf jeden Fall wurde es in Arkham Origins ja so hingestellt, dass die Harley Quinn den Joker zuerst in Blackgate getroffen hat, was hier nicht der Fall ist, wie schon gesagt. Also hier ist, da widersprechen sich die Spiele ein bisschen und auch die Comics, Comics sagen eigentlich auch immer, sie haben sich in Arkham Asylum zuerst getroffen. Ah ja, genau, hier rüberspringen. Naja, jetzt muss jeder für sich entscheiden, was denn jetzt der Fall war, ob sie ihn zuerst in Arkham... Ich weiß, du kannst mich hören. Ich hab hier was du dir anhören solltest. Harley und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Wollen Sie an all den Wachen vorbeikommen? Hören Sie, Frank! Wo warst du? Es kommt noch mehr von dir. Verdammt, komm schon, sicher den Aufhänger! Wie viele sind es, Bo? Was? Jetzt zum Teufel, weißt du was? Und? Frank, was hast du da? Nein, Frank, was hast du da? Quinn, ist es sicher? Beweg dir ihren Arsch hier rüber! Du bist mir einer, Frankie! Ein Mädchen könnte sich in einen wie dich. Flirte nicht mit der gebieteten Hilfskraft, mein Liebling! Es kommen jede Minute noch mehr Wachen vorbei! Lass sie nicht entkommen! Keine Angst, Mister! Du weißt, ich hab nur Augen für dich! Hast du das gehört, Ben?
aus, als ob das mit Frankie gut läuft. Ein weiteres wertvolles Mitglied für die Organisation. Hier ist irgendwie nichts. Sie sind irgendwie falsch abgebogen, ne? Ach, hier könnten wir wieder durch, aber... Patienten sollten da bleiben, wo sie sind. Ja, wie gesagt, jetzt muss jeder für sich entscheiden, was denn jetzt stimmt, ob sie den Joker zuerst in Blackgate oder in Arkham getroffen hat. Man könnte jetzt sagen, sie hat ihn zuerst in Blackgate getroffen und ist dann wegen ihm nach Arkham, aber das glaube ich nicht. Was natürlich sein kann, ist, dass sie im Arkham-Universum Joker in Blackgate getroffen hat und dann hat sie sich eben erst in Arkham angeschlossen. Ich glaube, so kann man es sagen. Naja. Wie gesagt, da widersprechen sich die Spiele ein bisschen. Wo geht's denn hier hoch? Ach, da ich wiederhole. Würde Anstaltsleiter Shaw bitte zur Sicherheitseinheit kommen? Was soll sie denn mit dem Anstaltsleiter? Benutze das Umgebungsanalysewerkzeug, um kryptische Symbole zu dechiffrieren. Wie zum Beispiel das hier. Chroniken von Arkham. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Interessant, Amadeus Arkham. Merkwürdige Schriften und Symbole, die auf Arkham Island gefunden und von Batman entziffert wurden. Sie müssen aus irgendeinem bestimmten Grund zurückgelassen worden sein. Welche Geschichte erzählen Sie? Bürgerlicher Name unbekannt, der Geist von Arkham. Kommt aus Arkham Island natürlich und erstes Auftreten in Arkham Asylum, Sommer 2009. Sommer 2009 ist dieses Spiel erschienen. Tatsächlich etwas, das in keinem anderen Batman-Teil vorkommt. Amadeus Arkham, der Geist von Arkham. Ich hab nicht gerade alles gegeben. Joker hat das recht, das ist einfach. Na, dem haben wir es gezeigt. Sie haben keine Chance. Amadeus Arkham ist der Kerl, der Arkham Asylum gegründet hat damals. Hätten wir in Arkham Origins die ganzen Pygmy-Sachen entziffert, was wir nicht getan haben, wir haben nur die Riddler-Trophäen gesammelt, hätten wir das erfahren. Dieser Weg. Die Fledermaus! Aua! Fuck. Wie gesagt, hier fehlt die Konteranzeige auf schwer. Und wir sind fast am Boden. Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Natürlich hat's nicht geklappt, sonst könnten wir nicht reden. Aber unseren Anzug hat's erwischt. Das finde ich gar nicht nett. So, und hier regeneriert sich auch das Leben nicht vollständig, wenn man einen Kampf beendet hat, sondern hier braucht man tatsächlich Erfahrungspunkte, damit sich das Leben regeneriert. Das macht das Spiel ein bisschen schwerer als noch bei Arkham Origins, wo sich ja das komplette Leben regeneriert hat, egal wie oft man sich im Kampf angestellt hat. Oder ich habe mich in den Kämpfen immer so gut angestellt, dass ich genug Erfahrungspunkte gesammelt habe. Spezial-Kombo-Wurf ermöglicht Batman nach einer achtfachen Kombo einen Wurfangriff, der nicht abgewehrt werden und mehreren Gegnern Schaden zufügen kann. Nach einer Spezial-Kombo kann Batman weitere Attacken aneinander rein. Oder wir machen mal die kritische Kombo. Ich glaube, das erstmal mehr Schaden machen und ich glaube danach, dann hole ich mir bessere Panzerung.
Weil eigentlich kenne ich das Kampfsystem. Auf. Und eigentlich bin ich auch gut genug darin. Nur gerade eben lief es nicht so recht. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich kein... Sie müssen das nicht... Ganz richtig, ich muss es nicht. Ich will es aber. Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier langkommt, ist tot, verstanden. Jeder, der hier lang kommt, ist tot. Ha. Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Im Detektivmodus werden bewaffnete Ziele rot markiert. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Ja, das dachte ich mir. Wie wär's, wenn wir nach oben gehen? Kommt die Fledermaus wirklich hier lang? Ja, er ist schon so gut wie tot. Und ich finde auch die Musik in Arkham Asylum viel, viel besser als noch in Arkham Origins war und allgemein den Stil hier. Das ist mehr so, mehr nach Comic gemacht und mehr dunkel, mehr episch, als es in Arkham Origins der Fall war. In Arkham Origins haben sie irgendwie versucht, den Nolan North-Stil zu machen, also aus den Dark Knight-Filmen. Auch musikalisch. Ich finde das hier viel, viel, viel besser. Ich finde auch Arkham Asylum allgemein ist einer der besten Teile, vielleicht sogar der beste Teil. Viel, viel, viel besser als Arkham Origins. Vor allem später. Wohin führt uns eigentlich die Spur, die haben wir gar nicht mehr, oder? Ach doch, da ist sie noch. Die Alkoholspuren, da oben müssen wir hin. Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut! Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg! Du musst eine Falle aufstellen. Er darf das Gebäude nicht verlassen. Verstehst du mich? Ja, Boss. Die Fledermaus ist so gut wie tot. Ich hoffe, du hältst deine Versprechen, Junge. Ich würde sehr ungern deine Familie bestrafen, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Ich kann dir versprechen, sie wären nicht sehr erfreut. Aber Joker! Mach's einfach und hab Spaß dabei. Ich hab ihn jedenfalls. Joker erpresst ganz gerne seine Mitarbeiter. In Arkham Origins haben sie noch gesagt, wie toll er als Boss ist, nicht wahr? Tja, deine Familie wird leiden. Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine Spitzenohren jetzt? Das, nö. Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Wie schon gesagt, Joker ist absolut verrückt. Hier ist Joker mit einem schnellen Update darüber, was es so Neues in der Anstalt gibt. Irgendein Idiot, der sich als Fledermaus verkleiden kann, rennt durch die Anstalt. Ich weiß, verrückt. Stopp ihn, bevor er jemanden verletzt. Es ist nur zu seinem Besten. Und hoch. Gut, einen hätten wir erledigt. Bleiben noch 1, 2. Gerne, Jungs. Keine Angst vor der großen, bösen Fledermaus. Was soll? Was machst du da? Ist weg. Jemand muss da rücken. Der sollte auch gleich kommen. Aber leider nicht zu uns. Da liegt einer. Und ausgeschaltet. Wie gesagt, das ist alles der Tutorial-Bereich. Das ist alles noch ein bisschen leicht. Ja, du, das wird so leicht,
paar von meinen Jungs zu dir geschickt. Mal sehen, wie du dich so schlägst. Er wollte abgeschnitten werden. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus! Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los! Wie viele haben wir denn hier? 3 Stück, alle bewaffnet. Da hinten ist auch noch... Nee. Okay, 3 bewaffnete Ganoven. Gehen wir mal auf den Gargoyle hier. Auf der Bibliothek von Gotham gekämpft haben? Wirklich, er ist gar nicht so schlimm. Er ist ein Nichts, wahrscheinlich nicht mal ein Mann. Stattdessen ein Monster, oder was? Naja. Soll ja der Eindruck sein, den wir vermitteln wollen, dass wir ein Monster sind, kein Mensch. Joker unterstützt uns immer da ganz gerne. Das ist irgendwie ein krankes Spiel, das er da hat. Er will Batman ausschalten oder ihn dazu bringen, dass er endlich wen tötet. Er ist ein Nichts. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er existiert. Ich meine, ich habe in meinem Leben viele Leute in Kostümen gesehen. Aber wer weiß, sogar einer von euch könnte Batman sein. Könnten sie, wenn Batman nicht im selben Raum wäre wie sie. Wenn wir die hier im Boden ausschalten, dann hören die anderen das nicht. Deswegen mache ich das immer ganz gerne. Zur Not können wir umgekehrt ausschalten. Aber ich mach's lieber am Boden, sodass die anderen das nicht mitkriegen. Und das waren alle. Du hast schon wieder gewonnen, Bats! Genieß es. Ich krieg dich das nächste Mal. Das tust du nicht. Wir sind einfach zu gut für dich. Wir sind Batman. Ja, wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen einfach hier. Es ist ja Tutorial-Bereich. Also nicht wundern, wenn ich hier relativ sorgenfrei durchkomme. Ich weiß auch ganz genau, wo wir lang müssen. Das ist nicht das erste Mal, dass wir spielen. Die Leute sind hierher gekommen. Ich weiß, beim ersten Mal spielen habe ich hier rumgerätselt, wo wir denn jetzt lang müssen. Hier führt die Alkoholspur hin. Die sind zu. Wir müssen da durch. Wie kriegen wir es auf? Es ist leider nicht blind. Die ganzen Arkham-Spiele sind bei mir nicht blind. Oder ein Pummel. Wieder mal ein Widerspruch, siehste? Ich hab's immer ganz gerne, also ich bei solchen Widersprüchen, da folge ich dann den Rocksteady-Spielen, also Arkham Origins und Arkham Asylum und Arkham City. Bei Arkham Origins habe ich ja schon gesagt, da ist das tatsächlich der Fall, dass Harley Quinn und der Joker sich in Blackgate getroffen haben. Hier haben wir eine Schalt. Wir müssen die Tore unten, die Sicherheitstore mit diesem mit dieser Steuerung aufmachen. Wir haben nur keinen kryptografischen Sequenzer. Alles, was wir haben, ist ein blöder Battering. Wir sind unvorbereitet nach Arkham Asylum gekommen. Das ist doof. Das heißt, wir müssen woanders lang. Und ich würde mal sagen, wir gehen hier lang. Ja, komm, hier. Immer schon die Zähne kaputt machen. Das sind Collectibles. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier.
Kneipe sage und du lebst beim Joker nicht lang. Verfolge Gordons Bewegung, indem du Golds Whisky-Spur folgst. Die Whisky-Spur führt in die andere Richtung. Nanu? Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Ja, ich bin es. Edward Nigma, der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Setze die Umgebungsanalyse ein, um Lösungen für Riddlers. In Arkham Origins war er noch Enigma. Da haben wir alle Herausforderungen übrigens gelöst in den Folgen nach dem Ende. Wenn jemand die sich angeguckt hat, dann Hut ab. Respekt, dass du das durchgehalten hast. Also, setze die Umgebungsanalyse ein. Ich sagte, schneid dich nicht an diesem scharf geschossenen Foto. Ja, ist schon klar. Um Lösungen für Riddlers Herausforderung zu scannen und zu speichern, schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Scharf ist im Englischen sharp. Und das ist der Anstaltsleiter Quincy Sharp. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Die Riddler-Herausforderung. Ich, Edward Nigma, habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. Natürlich sind die auch wieder dabei, die kennen wir ja schon. Hier sind sie nur noch lästiger, weil in Arkham Origins gab es, glaube ich, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht gab, gab es keine Rätsel. In der Intensivbehandlung zum Beispiel ein Rätsel. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Stell dich beim Herausfinden auf was ein. Ja, es gab keine Zähnchen, die rumfliegen. Die müssen wir alle erledigen, alle kaputt machen. Jokers Zähne. Es gibt die Chroniken von Arkham nicht in Arkham Origins. Die müssen wir auch finden. Also die ganzen Herausforderungen sind hier alle nochmal ein bisschen mehr und ein bisschen fieser natürlich. Das habe ich mir schon bei Arkham Origins angemerkt, dass die ganzen Riddler-Trophäen nicht besonders schlau versteckt waren und auch nicht besonders schwer zu erreichen waren. Hier ist das Ganze anders. Hier sind die etwas besser versteckt und wir haben die ganzen Rätsel und die sind echt nicht leicht. Wo würdest du mein trautes Heim finden? In den Arrestzellen. Das haben wir schon gefunden, wir konnten es nur noch nicht scannen, das war dieser Raum am Anfang mit den ganz vielen Fragezeichen drin. Transferschleife, sicherer Durchgang. Hier drüben! Nur autorisiertes Personal erlaubt. Jetzt müssen wir mal gucken auf der Karte, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind in der Intensivbehandlung. Haben wir noch irgendwas in der Intensivbehandlung, bevor wir hier rausgehen? Ich habe bei Arkham Origins gesagt, Lobby die Intensivbehandlung, dass ich die ganzen Sachen, suchen werde, während ich das Spiel durchspiele und nicht danach. Aber ich glaube, in der Intensivbehandlung ist tatsächlich nichts mehr. Höchstens in der Lobby der Intensivbehandlung, wo auch immer die ist. Lobby der Intensivbehandlung ist da, wo wir sind. Genau, wir sind in der Lobby der Intensivbehandlung. Das heißt, ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Was könnte das sein? Das hört sich nach einem Buch an oder sowas. Ich habe schon fast das Gefühl, es wäre hier drin. Wie gesagt, ich habe Arkham Asylum durchgespielt, aber ich habe nicht alle Rätsel gelöst. Das heißt, ich tippe hier auch ein bisschen im Dunkeln. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur eine ist sichtbar. Kein Objekt geortet. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur eine davon ist sichtbar. Hier ist noch ein Buch. Nö.
Rätsel hat viele Seiten, aber nur eine davon ist sichtbar. Es gibt auch, und das ist relativ fies, ich glaube, das gab es hier schon. Die sind hier nur noch nicht sichtbar, glaube ich. Ich glaube, das ist so eine Art Rätsel. Es gibt in der Welt verstreut Fragezeichen, die auf den Gebäuden sind, also auf den Mauern sind, die man aber nur mit Detektivsicht sieht. Das heißt, es sind so wie die QR-Codes in Watch Dogs oder sonst was. Die sieht man nur aus einem bestimmten Winkel und die muss man dann zusammensetzen mit der Detektivsicht. Ich glaube, so eins ist das. Das sehen wir nur noch nicht. William North. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Also sind von hinten gekommen. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja. Aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Fliehe aus der Intensivbahn ins Oberfläche der Insel. Ja. Joker wird dafür bezahlen. Dann haben wir noch eine Riddler-Trophäe. Hinter dieser Wand natürlich. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Das Rätsel haben wir schon gehört. Komm, ich renne mal ein bisschen. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab was ausgelassen. Hier ist Joker. Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter, Wachen oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich. Der Zugang zur Insel ist beschränkt worden, der Luftraum ist abgeriegelt und erste Berichte legen nahe, dass Batman selbst auf der Insel gefangen ist. Wir sind gleich wieder da und berichten live über alle Entwicklungen. Zurück ins Studio. Danke, Jack, und mehr darüber in Kürze. Wir sind nicht gefangen. Wenn wir wollten, könnten wir ausbrechen. Und da haben wir auch schon die Lösung für das Rätsel und die Bomben sind, wie Batman schon gesagt hat, nur eine Lüge. Werd nicht zu eingebildet, dunkler Ritter. Von jetzt an wird es immer schwerer. Charakterbiografie für Jack Ryder freigeschaltet. Jack Ryder ist ein Enthüllungsjournalist, der mit seiner umstrittenen Talkshow und seiner aggressiven Gesprächsführung immer wieder von sich reden macht. Natürlich ahnen die Zuschauer nichts von seinem alter Ego. Ryder ist nämlich kein geringerer als der knallbunte Ordnungshüter Creeper, in den er sich jederzeit verwandeln kann, wenn Not am Mann ist. Letztere steht meist auf der Seite des Guten und mindestens mit einem Bein in der Klapsmühle. Blaue Augen, schwarze Haare, entschlossener Reporter, bekannt für seine aggressiven Recherchen, Moderator einer kontroversen Talkshow und geheime Identität als der Creeper. Den kenne ich gar nicht, muss ich zugeben. Aber schöne Musik, muss man schon sagen. Schöne Musik. Wir sind noch nicht auf der Insel gefallen. Wenn wir wollten, könnten wir natürlich runter, aber wir wollen nicht. Wir wollen ja Joker aufhalten und der ist hier auf der Insel. Und aus irgendeinem Grund will er Arkham übernehmen. Moment, bevor wir weitergehen, ging es da eben vielleicht noch hoch oder so? Nee, ging es nicht, okay. Man weiß ja nie.
Da geht's nicht lang, oder? Nee, da geht's nicht lang. Okay. Na komm, auf! Und hoch da! Und wir sind tatsächlich an der Oberfläche, also so viel zum Gefangensein, nicht wahr? Erreicht. Fliehe aus Intensivbehandlung zur Oberfläche der Insel. Das ist schön, wir sind in der Oberfläche der Insel und ich mache mal eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder Aufnahme, je nachdem. Bis dahin, tschüss!